So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück, auch in Richtung YouTube, zu Witcher 2. Da sind wir wieder. So. Gucken wir doch mal, was wir hier noch so Schönes haben. Ich glaube, wir haben hier sonst nichts mehr. Halt, hier ist noch irgendwas. So, Katze, Rune des Mondes, Abnutzlederschuhe. So. Okay, Schlüssel, Katze. Gefängnisschlüssel. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Rune des Mondes. Wir haben keine Rüstung. Also unser Stahlschwert ist jetzt einfach ein Knüppel. Das finde ich sehr gut. So. Wir haben natürlich auch keine Rüstung und nichts mehr, ist klar. Wir haben einmal alles verloren. Na gut. Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. So, jetzt bist du im Schleichmodus. Toll, danke fürs Gespräch. So, Licht aus. Öffnen. Hä? Was war das? Das hatte gut funktioniert, weil er einfach vorgelaufen ist. Nicht so gut, glaube ich. Das wirst du büßen! Oh, toll. Ich will eigentlich hier rausschleichen, aber das ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil Geralt irgendwas macht. Irgendwie ist das leicht dämlich. Hat er die jetzt eigentlich umgebracht oder leben die noch? Vor allem das Bescheuerste, der ist halt einfach rausgelaufen aus dem Ganzen. Also keine Ahnung, wie es mit diesem Schleichmodus funktionieren soll. Fleisch gibt's, hat der Koch gesagt. Das Leben. Mieser verlogener Furzklemmer. Oh. So. So wird schon Thema rausschleichen, das hat super funktioniert. So viel zu dem Thema mit, ich schleiche einfach raus. So, ich mach das Licht aus, weißt du, und dann stehen die ganzen Wachen die ganze Zeit da. Das ist irgendwie dämlich. Also das geht bestimmt auch richtig toll mit Schleichen, weil ich habe jetzt halt die ganzen Wachen hier umgebracht. Das heißt, der wird bestimmt mega gut auf mich zu sprechen sein. Also der Dingens.
Der Vestro Rocher. Schlüssel zum oberen Kerker. Okay. Oh. Ich bin Schillard Fitz Österlin, Gesandter des Reichs Nilfgaard, wo der herrlichste Herrscher aller Zeiten regiert. Emir Far Emreis. Was willst du von mir, Gesandter von Nilfgaard? Nur mit dir sprechen, Baronin. Ach, wirklich? Das würdest du dich nicht trauen, wäre mein Sohn noch am Leben. Nun, ich bedauere den Tod von Baron Lavalette zutiefst. Sei meines aufrichtigen Beileids versichert. Doch es ist genau dieser Verlust, der dieses Gespräch für beide Seiten gleichermaßen ratsam macht. Lasst mich los! Ich werde alleine gehen. Ich werde zurückkehren. Und dann zahle ich es dir heim. Gehen wir, Baronin. Dein Gejammer ist überflüssig. Okay. Im Kerker der Lavalettes. So. Wer war hier drin? Du bist zu früh dran. Dein Termin ist erst morgen. Du wirst mich wohl außer der Reihe hinrichten müssen, Henker. So, okay, das kommt jetzt echt ein bisschen komisch. Okay, ich wollte eigentlich hier unten gar nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht hier die Leute umbringen. Also, eigentlich. Na gut. Was haben wir hier? Untersuchen. Aussage der Maria Luise Lavalette. Hiermit erkläre ich Luise Lavalette, dass Arjan Lavalette der Vater meiner Kinder Anais und Bussi ist. Mallory? Entschuldigung, musste niesen. So, Luise Lavalette, dass Arjan Lavalette der Vater meiner Kinder Anais und Bussi ist. Maria Luise Lavalette. Okay. Das heißt, sie hat gelogen über den Ursprung ihrer Kinder. Das ist die Frage, ob sie es freiwillig gesagt hat oder ob das ein so ein schönes erzwungenes Geständnis war. Neuer Tagebucheintrag. Reißzahn. So, haben wir noch irgendwas? Nee. So, aber das Schöne ist, dadurch, dass wir hier unten waren zumindest, wissen wir zumindest, oder kennen jetzt zumindest die Wahrheit, dass es praktisch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Fortschritt hat oder nicht. Also einen Vorteil hat. Oder Nachteil, keine Ahnung. Findischlaf Fitz Österlein. Österlein. Du Bastard! Du Drecksschwanz! Fick dich, du Schwanzlutscher! In den Arsch! Hurensohn! Ich bring dich um! Kapiert? Ich reiß dir den Schwanz ab! Und schlag dich damit tot! Was?
Ist ja nett. Also wenn ich mal sauer auf jemanden bin, man lernt hier ganz schön tolle Ausdrücke und andere Beleidigungen. Finde ich sehr gut. So, Spiel gespeichert. Das finde ich sehr schön. Das freut mich sehr. So. Durchsuchen, Keule. Oh, irgendwie ist die Steuerung mega komisch in dem Spiel, ich weiß auch nicht. Er ist riesig, hat Flügel und speit Feuer. Ich trete in den Arsch! Oh ja, toll, klar. Der Hexer ist weg! Immer! So, einfach drauf prügeln, das funktioniert am besten. Also keine Ahnung, wie man das machen soll. Ohne entdeckt zu werden. So, hier ist ein Haufen Loot, das kann ich mir nicht... Also irgendwie ist die Steuerung im Spiel echt komisch. Vor allem hier ist eine Beutetruhe, ich kann aber die Beutetruhe nicht aufnehmen. Und hier auch, ich kann es aber nicht aufnehmen. Ich muss was probieren. Okay, so ist irgendwie. Ich glaube, so ist angenehmer. Ja, ich glaube, so geht's besser. Ich glaube, das Problem ist, dass die Y-Achse umgekehrt war. Durchspähen. Okay. Komme ich da durch? Natürlich, verschlossen. So. Die Zelle nicht nach deinem Geschmack. Nicht so wirklich. Okay, so. Das läuft ja alles sehr gut hier. Oh. So, Lederhandschuhe nehme ich natürlich gerne mit. Oh. Wo sehe ich eigentlich, wann das Medaillon wieder aufgeladen ist? Verschlossen. Okay. Okay, so, jetzt ist hier dunkel. Sehr schön. So. Und jetzt? Ach, warte mal, ich muss hier rein. Ah. Okay. Herein, Meister Geralt. Gestatte mir, dich mit der Baronin Lavalette bekannt zu machen, Mutter der königlichen Kinder, die derzeit den Tod ihres Ältesten betrauert. Herrin. Doch nun muss das Geschlecht Lavalette nicht mehr leiden und kann in eine hellere Zukunft blicken, unter dem Schutz des Nilfgaardischen Imperiums. Hast du meinen Sohn Arjan getötet?
So. So. Er hat mir keine Wahl gelassen. Dein Sohn hat Nilfgaard verachtet. Dein Sohn ist nicht der Einzige, der in diesem Krieg gestorben ist. Herrin, ich an deiner Stelle würde dem Gesandten nicht trauen. Meister Geralt, seien wir doch bitte ernsthaft. Er soll sprechen. Ich will es hören. Ich kannte deinen Sohn nicht, aber ich weiß, dass er den Imperator als Feind betrachtete. Foltest ebenfalls. Du weißt nicht, was sich im Land ereignet und wozu Kimbold, Maravell und ihre Schergen fähig sind. Ich bin den Kindern von Foltest und ihrer Sicherheit verpflichtet. Ein Pakt mit Nilfgaard ist ein Pakt mit dem Teufel. Das ist wahr. Aber mir bleibt keine Wahl. Kannst du denn von dir behaupten, den König wirklich gekannt zu haben? Gut genug, um zu wissen, was ich sage. Wirklich? Wenn dem so ist, was war er für ein Mensch? Ich will deine Meinung hören. Zäh und unbarmherzig, guter König. Er war wie alle anderen, abgesehen von der Krone, die ihm nach dem Geburtsrecht zustand. Er hat alles und jeden benutzt. Er ist nicht an mir, das zu beurteilen. So. Zäh und unbarmherzig. Ein guter König. Ob er unbarmherzig war, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. So. Er hat über Späße gelacht, Bessergestellten ihre Privilegien geneidet, Stärkere gefürchtet, Schwächere verachtet und die, die er hasste, getötet. Leuten, die er liebte, hat er Ballisten geschenkt. Er war ein Mann wie jeder andere. Abgesehen davon, dass er als König geboren wurde. In der Tat. Ein gekröntes Wildschwein. Aber Herrin... Das war der einzig passende Grabspruch für ihn. Wenn erst die Poeten loslegen, bleibt vom wahren Foltest nichts übrig. Herrin, wir werden deine Memoiren schreiben. Dies soll meine Mission sein. Wir brauchen nur den richtigen Künstler. Später, Gesandter. Alles zu seiner Zeit. Ich kenne den. Der Gesandte zweifelt an deiner Schuld. Ich glaube auch nicht, dass du den König getötet hast. Gesandter, hilf dem Hexer aus der Burg zu fliehen. Dies ist mein Wunsch. Aber Herrin, das wäre nach meinem Dafürhalten ein unwägbares Risiko. Und dann ist da noch die Sache mit deinem Sohn. Der hat sein Schicksal selbst gewählt und ist auf eine Art von uns gegangen, die eines Lavalette würdig ist. Wie soll ich dir glauben, dass du mich vor den Schlangen Kimbold und Maravell beschützen kannst, wenn du schon vor ein paar Kerkerwachen einknickst? Herrin, ich will tun, was in meiner Macht steht. Gib mir einen Augenblick, Hexer, und dann geh zum Haupttor. Okay. Kann ich mit ihr reden? Nee, ne? So, haben wir irgendwas? Will die Kerze ausmachen? Nee. Schade. Wache! Der Hexer ist flüchtig. Er wütet im Kerker. Ergreift ihn! Aber... Soldat, noch ein Wort. Und du wirst dich für Verrat verantworten müssen. Los jetzt, in den Kerker. Okay. So. Öffnen. Sehr schön. Begib dich zum Schiff. Halt! Verflixt, bist du das, Hexer? Man behauptet, du seist der Königsmörder. Bin ich nicht. Und ich werde es beweisen. Das glaube ich dir sogar. Freut mich zu hören. Wäre nicht schön gewesen, dich jetzt umbringen zu müssen. Haben alle Haudegen die Schlacht überlebt? Ja, sie saufen sich schon seit 2 Tagen dumm und doof deswegen. Ich finde, ich schulde dir was. Du schuldest mir gar nichts. Wir sind in der Schlacht eingekesselt worden. Du weißt sicher, wie das ist, wenn man Ritter zusammenfercht. Nirgendwo kann man hin. Von hinten wird geschoben, vorne geht's nicht weiter und von oben schlagen die Hellebarden drein. Hätte ich keine Rüstung getragen, wäre ich zerquetscht worden. Und ich habe rund 12 gute Schläge auf den Helm kassiert. Mir klingeln zwar noch die Ohren und ich kotze auch dann und wann, aber immerhin bin ich am Leben. Gehirnerschütterung geht vorbei. Ah, okay, weil wir ihm geraten haben, er soll nicht das Amulett nehmen, hat er die Rüstung getragen. Ansonsten hätte er das Amulett getragen und wäre gestorben wahrscheinlich. Okay, war eine gute Entscheidung. So, warst du auch dabei, als die Haudegen in den Hinterhalt des Scoia'tael geraten sind? Warst du mit den Haudegen auf Patrouille, als sie den Scoia'tael in die Falle gegangen sind? Ja.
Häcksler hat gesagt, diese Einheit wäre ziemlich bösartig gewesen. Ist dir was Besonderes aufgefallen an ihnen? Hatten sie irgendwelche Abzeichen oder sowas? Tja, sie hatten Masken aus dem Stoff von Uniformen der Spezialeinheiten. Und sie schrien Jorvet oder so ähnlich. Hm. Woher kam der Drache? Keine Ahnung, aber er hat uns die Ärsche gerettet. Die Elfen hörten mit der Schießerei auf, sobald sie ihn sahen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dann sind wir abgezischt wie vom Teufel persönlich. Nimm das hier. Häcksler hat gesagt, ich soll mehr lernen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Werde wohl nie ein großer Drachenjäger, schätze ich. Aber dir könnte es nützen. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Der Damm wird bewacht. Da kannst du dich nicht durchschleichen. Kannst du sie ablenken? Ich versuch's. Aber denk daran. Vergiss mich, wenn's zum Kampf kommt. Vielleicht sind wir dann sogar Feinde. Das hoffe ich nicht. Geh. Gib mir ein paar Augenblicke. Militeles Herz, stiehl dich aufs Schiff. Verschlossen, okay. So. So, alles aufsammeln ist ganz wichtig, man kennt das ja. Diese ewige Krankheit mit, ich muss alles unbedingt einsammeln. Gelbes Meteoritenerz. Okay. Es ist irgendwie lästig, dass er, wenn man das Medaillon benutzt, dass er dann stehen bleibt. Das ist leicht nervig tatsächlich, weil das bringt dann so ein bisschen aus diesem Spielfluss dann raus, weil ich jemand bin, der gerne das Medaillon benutzt. Oder benutzen würde. Um dann direkt weiterzulaufen. Warum schwimmt er nicht einfach? Also ich weiß, bestimmt eine blöde Frage, aber wäre vielleicht auch eine gute Idee. So. Geralt, hier drüben! Triss! Hier entkommt er nicht! Gut, zurück auf die Posten! Kleiner, du bleibst hier. Wenn was ist, schlägst du Alarm. Hey, Triss! Oh! Was ist? Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schickse des Königsmörders. So, Politik kann grausam sein. Wir stellen das richtig. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssten. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Natalis kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Natalis ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du noch meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar! So, der kam dazu angerannt, so verletzt und humpelnd.
Ich frage mich, wie man das hätte schaffen sollen, da rauszukommen, ohne ein Blutbad anzurichten. Also ich habe offensichtlich wirklich alle getötet. Ich frage mich bloß, wie das hätte gehen sollen. Kriege sind gute Gelegenheiten, um Freundschaften zu schließen. Doch Arjan Lavalette war zu beschäftigt, damit Mauern zu bauen, das Schwert zu schwingen. Und als er nicht mehr war, mussten die, die er geliebt hatte, sich zu jenen flüchten, die er gehasst hatte. Okay, also auch hier... Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Königsmörder gilt. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Bohne scheren. Sei es drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Nun, ich rechtfertige mich nicht, denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser an die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden. Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen. Okay. Regen. Regenwetter verstärkt elektrischen Schaden. Quen ist wirksamer. Benedikt allerdings, dass Magier Regen gegen dich einsetzen können. 4 Monate zuvor. Was? Was ist das denn für ein Viech? Warum? Was? Warum? Ah, um das Viech aus der Höhle rauszulocken. Ich verstehe. Was ist das? Irgendein Lagerraum oder irgendein Versteck. Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Ah. Das von Demavent, durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddin nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skoyatel. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schert mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat den Necker erwischt. Zeit zu gehen.
Sind wir uns einig, Elf? Okay, Frage. Die Krabbspinne ist da drin, der sitzt ja die ganze Zeit schon drin und futtert da und rastet. Wieso die Krabbspinne ihn nicht getötet?